Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, zur zweiten Tour, zum zweiten Abschnitt des Neujahrsexpress 2020. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute fahren wir von Hamburg aus nach Berlin. Ich muss mal gerade gucken. Ich bin schon etwas länger hier in-game gerade. Vorher war hier noch eine Baustelle, die ist mittlerweile nicht mehr da. Mal gucken, vielleicht tauchst du ja wieder auf. Ja, gut, ich bin schon fast eine Stunde in-game und habe nichts getan, außer halt gegessen nebenbei. Und gewartet und Videos geguckt. Genau, wir fahren heute von Hamburg nach Berlin. Und ich habe gesehen, es gibt hier so ein Event-Center. Und ich glaube, ich habe es bisher nur in Berlin gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Oh, jetzt ist die Baustelle wieder da. Oh, die war einfach nicht da, was ich so rausgesucht war. Never mind. Hier haben wir noch eine kleine Baustelle. Ich lade mal einfach rein. Und genau, wir haben den 28. Und wir nehmen, wie gesagt, wieder die Zeit, die wir jetzt hier gerade haben. Dann steigen wir mal ein. Setzen uns hin. Interessante Ausfahrt hier. Zielanzeige machen wir an. Es geht nach Berlin. Genau, dann können wir die Zündung starten, den Motor starten, Frontlicht einschalten, dann schalten wir die Klimaanlage an. Oh Gott, wie kommt man nochmal? Das gleich nochmal höher machen. V war wärmer. Dann muss man wieder so auf 22 Grad. Und dann würde ich sagen, können wir los. Zweite Stelle fahren. Etwas nachtigere Fahrt. Wie gesagt, ich fahre mal mit Realtime einfach mal bei diesem kleinen Projektchen. Wenn ihr gerne mehr von Fernbusfilmern sehen wollt, wenn ihr Ideen für solche Events, sag ich jetzt mal, habt, für solche Eventfahrten oder falls ihr wollt, dass ich eine echte Tour mal fahre, quasi eine echte Nachstelle oder was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann können wir auch gerne ein bisschen mehr vom Fernbus-Simulator Not fahren. Ist auf alle Fälle an. Ich glaube, ob es WLAN an ist, weiß ich gerade nicht genau. Muss man dann nochmal gucken, wenn Leute einsteigen, die beschweren sich dann ja gerne mal. Ich glaube nur, dass es nicht an ist. Wobei, vielleicht ist es ja doch, wer weiß ja schon, werden wir dann gleich sehen. Müssen wir sie hören. Das ist alles zweispurig hier. Von einem Blitzer, glaube ich, gehabt. Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir uns gleich nochmal einloggen und so weiter, dass wir das Ganze dann ein bisschen integriert haben. Hier geht es noch weiter geradeaus, dann sind wir auch gleich bei dem. Bei der Haltestelle, wo es dann wirklich losgeht Richtung Berlin, noch haben wir 9 Kilometer bis zur Haltestelle. Ganze 9 Kilometer noch. Krass. Ich bin echt mal gespannt, wie The Bus wird. Was ja quasi der neue Simulator ist von TML Studio. Muss ich mir nochmal morgen, bis morgen nochmal ein bisschen reinziehen, was da so bisher bekannt ist. Grad, okay.
Ist das denn, Moment, wir haben ja gerade sowieso Realtime. Wir können da quasi nach Realtime gerade gucken. Gucken einfach mal nach, wie warm es jetzt gerade wirklich in Hamburg ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber was machen wir dann, wenn wir da stehen bei der Haltestelle? Schon jetzt hier am. Am Hauptbahnhof vorbei. Also bei mir sind es gerade 4 Grad und stürmisch. Stürmisch war es auf jeden Fall auch gestern Nacht, also kann ich dann gleich, wenn wir auf dem Weg nach Berlin sind, ein bisschen mehr erzählen. Laterne, die nicht nachlädt. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich, glaube ich, Ampel gesagt anstatt Laterne. Klugerweise. Wir müssen wieder direkt ins Erste rein. Dann checken wir mal die Passagiere ein. Boah, ist so hier gehalten. Nochmal die Luken hier auf. Geht einmal scheinbar nur die eine. Wollen wir mal schauen, wir müssen eh nochmal einloggen. Das war verkehrt. Einloggen. 13 steigen ein und 14 steigen aus. Achso, oh, er meint. Hallo, ist das Hallo gültig? nach Berlin geht, jawohl. Dankeschön. Schön. Hallo, Sie wollen bestimmt ein Ticket sehen. Hallo nach Berlin, genau. Helena Korn haben wir hier drauf, die haben wir Ihr drauf, Freund. wunderbar. Mahlzeit, ist das gültig? Nach Berlin, Danke. jawohl. Grüezi, bin ich hier richtig? Den haben wir Danke. schon auf dem Plan, genau. Mahlzeit, mein Ticket? Dass man da immer so dicht davor gehen muss. Genau, das ist die richtige Dankeschön. Linie. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Moin, jo, wir fahren nach Berlin. Das ist auch die richtige Linie. Moment, das ist. Wer ist das? Ja, meine Schwindler. Cool. Hallo, hier, mein Ticket. Nach Berlin ist richtig. Dankeschön. Salut, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Einmal nach Berlin. Sehr freundlich. Gar kein Problem. Grüezi, hier, mein Ticket. Ja, nach Berlin, da fahren Vielen wir Dank. hin. Ciao, fahren Sie in meine Richtung? Ciao, Valentino. Oh, es ist sogar mehr. Valentino Berg haben wir hier. Auf geht's. Mahlzeit, ist das Mahlzeit gültig? nach Berlin ist Danke. korrekt. Ciao, fahren Sie in meine Ciao, Richtung? Melanie Baum ist Cool. korrekt. Was? Moin, Nö. das Moin. geht. Bitte schön. Nach Berlin absolut Cool. korrekt. Hallo, bitte Und sehr. last but not least Dankeschön. hier. Nach Berlin, da müssten ja jetzt. Wir haben sogar 14 Stück drin, perfekt, das passt dann ja. Dann können wir uns da hinsetzen und die Fahrt starten, würde ich sagen, ne? Genau, dann kann ich nochmal kurz gucken. Hier, Bums, nein, jetzt. Wie warm ist denn das gerade in Hamburg? Das ist einfach mal so. Just for fun.
In Hamburg haben wir es 3 Grad und leichten Regen. Wir fahren ja nach Berlin, wir können ja einfach mal gucken, wie das Wetter zumindest, also für euch dann in dem Fall gestern in Berlin war, was die Gradtemperaturen, was die Temperaturen betrifft. Sogar 1 Grad kälter in Hamburg gerade als bei mir. In Berlin haben wir es nochmal 1 Grad weniger. Aktuell 2 Grad. Dann wollen wir mal die Fahrt starten. Ja, das passt. Dann warten wir nochmal bis. Haben wir es. Achso, ich habe es ja anders. Das war ja mal mit Bild up und Bild down und ich habe es ja geändert, da war ja was. Wenn wir es dann in dieser Richtung, jetzt haben wir es noch 353 Kilometer bis nach Berlin, wo wir sind. Oder sollen gegen 22 Uhr 35 dort sein. Kriegen wir denn nicht mal hin? Dann wollen wir jetzt mal hier links raus. Rechts kommt nichts, von links kommt aber eine Menge. Wir haben schon mal rausgeschafft. Wir können auch hier weiter geradeaus. Wunderbar. Ja. Die Ampel wird rot. Das Ding, es beschwert sich keiner wegen WLAN. Dabei ist das hier WC und dann nochmal WC. Also irgendwie keine Ahnung. Aber schön mit dem Sternenhimmel, ne? Muss man ja mal sagen. Ein Stückchen haben wir jetzt ja noch, bis wir aus Hamburg raus sind. 353 Kilometer an der Zahl. Ich muss noch versuchen, morgen irgendwie ein bisschen mehr aufnehmen, also ein bisschen mehr im Voraus aufzunehmen. Auch wieder, wie man merkt, ein spätes Ding. Und ich habe tatsächlich sogar noch was aufzunehmen. Aber das letzte, die gestrige Folge hat dann, habe ich dann doch gestern nicht mehr editiert und ins Rendern geschickt bekommen. Obwohl ich dann doch wieder relativ spät noch oder relativ früh noch wach war wieder. Denn wir hatten ein kleines Spürmchen eigentlich, also ganz normaler Wintersturm eigentlich hier für den Norden und so und war jetzt auch nichts Wildes, also ich glaube die Größe. Größte, die stärkste Böe zu dem Zeitpunkt waren, wir müssen rechts, waren boah, 67 Kilometer pro Stunde. Und da hatten wir auch dieses Jahr weitaus Schlimmeres ja gehabt, so ab sagen wir mal, kurz vorm Dingens, kurz vorm, ist da jemand hinten reingefahren? Nee. Kurz vorm Sommer. So, ich glaube so Anfang, also Ende Frühjahr, Anfang Sommer habe ich dann irgendwie Garnmöbel draußen aufgestellt.
Ich meine, die Gartenmöbel haben auch mal ein Gewitter mit Downbursts und so weit aus erlebt gehabt. Und Downburst ist ja wesentlich stärker. Das war auch gar nicht mal so kurz. Ich glaube, der Downburst der hielt so mindestens 2 Minuten an. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, bisschen Wind. Gartenmöbel stehen zwar noch draußen, weil sie noch nicht einen Platz drin finden konnten und so weiter. Und dachte ich mir, gut, wird schon nicht so schlimm sein. Plötzlich dann so um 4.45 Uhr höre ich dann von rechts. Rechts ist halt mein Fenster. Ich bin jetzt hier quasi im ersten OG beim Rechner, da wo mein Rechner steht. Und ja, plötzlich höre ich einfach nur von der rechten Seite irgendwas Lautes. Es klang wie eine Kralle irgendwie, also als ob irgendwas mit Krallen gegen das Fenster gesprungen ist. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen eng hier. Da dachte ich mir so, okay, ja gut, wird wahrscheinlich nur der Wind gewesen sein. Dann bin ich irgendwann nochmal, weiß ich nicht, 1-2 Minuten später bin ich dann runtergegangen, hab den Garten geguckt und gesehen, dass die Plane, die Gartenmöbel abgedeckt hat, nicht mehr da war, wo sie vorher war. Und 2 Gartenstühle umgekippt waren und ja. Ich glaube, es war auch, oh Gott. Leck. Ja, das war bisher, glaube ich, auch so das Schlimmste, in Anführungszeichen, Schlimmste. Also eher das Heftigste, was ja bisher passiert ist. Wir müssen Richtung hier wahrscheinlich. Ansonsten war es eigentlich immer super angenehm, entspannt. Wait. Okay, das machen wir Licht aus, so machen wir Licht an. Und so machen wir Fern nicht. Alles klar, dann habe ich gleich den Glas schon mal gefunden. Also war es bisher sogar was Aufregendes. Also ansonsten ist halt irgendwann mal bei irgendeinem ich glaube, es war ein Herbststurm oder so. Ist dann bei. Puh. Bei Nachbarn, wo das Haus halt so ungefähr 50 Meter Luftlinie oder so entfernt ist. Sein Haus mal raufgekracht, aber nicht wirklich gravierend. Ich glaube, da sind 2 Dachpfannen kaputt gegangen oder so. Das war es dann auch. Oder war das Dachzinn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ansonsten eigentlich bisher eine Menge Stürme, auch eine Menge, auch den einen oder anderen Downburst hier gehabt, aber bisher. Knocking on wood, bisher nichts Gravierendes passiert. Auch irgendwie hat es was, so die zwei Wassertürme im AKW. Ein bisschen weiter rechts, ich glaube, es verengt sich jetzt gerade irgendeine von den beiden Spuren. Oder die hat sich verengt. Kann man Tempomat einstellen auf 100 Kilometer pro Stunde und dann. Oh, der Truck da vorne, der sollte ja ganz nett. 40 Tonner. Soll das ein cooler Korb? Ne, okay, frohe Weihnachten, Schwack. Hat auch was. Ah, die Beleuchtung ist nice. Kann man da schon mal die Spuren ein bisschen verlassen. Aber finde ich cool, dass solche Gimmicks halt auch komplett integriert sind im Spiel, ne? Also das ist halt nicht irgendwie per Mods oder so gemacht werden muss, sondern dass es halt auch wirklich von den Entwicklern selber kommt. Ist sowieso immer nice, wenn die Entwickler auch noch ein bisschen Updates quasi rein investieren. Und halt nicht, also allgemein gesehen, ne, und nicht nur kostenpflichtige Sachen anbieten. So nach dem Motto, es gibt nur neue Sachen mit DLCs oder halt Bugfixes, sondern dass halt auch ab und zu mal so Kleinigkeiten reinkommen. So, ach, schön mit der Landschaft. Ah, okay, wir hätten auch vielleicht
rechts einfach bleiben können. 290 Kilometer noch bis Berlin Hauptbahnhof. Ach, ja, bis Berlin. Wie gesagt, keine Ahnung, was dieses Event-Ding ist. Da muss ich vielleicht nochmal irgendwie mich drüber informieren. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie wisst, was das zu bedeuten hat oder so und was man dabei also Feines machen kann, dann sag's Bescheid. Vielleicht gibt es ja auch einfach Events. Also vielleicht ist es ja quasi so wie bei World of Trucks, dass man fern muss, dem Nord halt auch ab und an mal Events gibt. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht im Main. Im Fernbus-Simulator. Ich habe es auch, wie gesagt, ewig nicht angerührt. Das letzte Mal 2017. Im Juni 2017 war es ja, glaube ich. Zumindest da ist das Video rausgekommen. Man muss eigentlich auch so um den Dreh raus aufgenommen worden sein. Eigentlich so ungefähr in der Woche wird das dann aufgenommen worden sein, schätze ich mal. Allerdings weiß ich auch nicht mehr. Aber schon krass, dass Lava und ich schon so lange zum Teil auch Videos machen miteinander. Ich weiß gar nicht. Ich glaube seit 2016 oder so. Hat Lava irgendwie mich kontaktiert damals. Damals noch wegen ATS, ATS und ATS 2 mit seinem Let's Drive and Talk Format, wo er noch das Format mehr im Ursprung noch war, wo halt viele Gäste mit eingeladen wurden. Oh, Baustelle. Oder kommen die 60 erst noch? Das kann natürlich auch sein, dass erst die 60 erst noch kommen. Weil sie bald bei der Baustelle sind, könnte das hinkommen? Ich weiß nicht, eigentlich nicht, ne? Das kommt erst noch später. Aber warum waren da die 60? Warum fährt die Kette einfach geradeaus Schnur stumpf weiter? Im Tempo wie vorher. Naja, da kann es egal sein. Dann machen wir den Tempo mal wieder an. Oh, ich habe ihn wieder ausgemacht. Sehr clever. Eigentlich bin ich langsamer gefahren auf der rechte Spur gewechselt, weil ich dachte, jetzt kommt die Baustelle, aber die kommt da scheinbar erst da hinten. Sieht mir zumindest danach aus. Dann fahren wir erstmal durch den Elbtunnel. Das kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gerade mal durch den Elbtunnel kommen. Ah, Polizeikontrolle. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt nutzen. Führerschein, check. Wenn ihr eure Fahrzeugschein, check. Licht, holt euch check. Einfach unsere Warndreieck, und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Angeschaltete Passagiere, 30 von brandaktuell alle Infos alle. Und Städteverbindungen geil. Für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord. Hat sich ja noch gelohnt, rechtzeitig noch die Dings anzupacken wahrscheinlich. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey.
The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we sent you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. Another thing. We can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. We can finally set off. Ja, 200 Kilometer vom Ziel. Nachdem wir 100 gefahren sind schon. Ich muss mich mal daran gewöhnen, dass die Ansage früher zu aktivieren. Damit das Ganze auch mehr Sinn ergibt. Ach ja, ist schon schön. Ist schon schön, im Fernbus-Simulator zu fahren. Also wie gesagt, wenn ihr mehr vom Fernbus-Simulator sehen wollt, ihr könnt gerne das in die Kommentare schreiben. Und auch vielleicht Ideen von Routen oder halt Events und was weiß ich. Falls dieses Event Center so eine Art World of Trucks Ding ist für den Fernbus-Simulator, wo es dann ab und an mal Events gibt, dann und ihr davon Events sehen wollt, dann schreibt es dann auch gerne in die Kommentare. Habe ich ja super hinbekommen. Einfach mal den Motor ausgemacht. Kann man mal machen. Mitten auf der Autobahn. Bisschen Tempo auf. Prinzipiell, es war ja ungefähr auf der Hälfte der Strecke, ne? Wir sind ja jetzt ungefähr bei der Hälfte der Strecke, das heißt, es müsste prinzipiell jetzt bald die Baustelle kommen. Aber wir sind jetzt wieder bei 80 Kilometer pro Stunde, dann können wir jetzt auch wieder wechseln auf die Autobahn wirklich so richtig drauf wieder. Weiter mit 120. Das wird nochmal enger. Baustelle. Oh, jetzt wird es wirklich eng. Ich keine Ahnung habe, wie viel Platz ich noch rechts habe, fahre ich einfach mal ein bisschen zu weit links. Und bleib in der originalen Spur. Dürfen wir jetzt auch sogar durch die Autobahn noch mit 100 fahren, ist ja faszinierend. Was? Ich
Ich meinte Baustelle. Ich weiß von niemandem, was ich gesagt habe, aber ich meinte Baustelle. Das ist, glaube ich, auch obvious, dass ich eine Baustelle meine, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil ich das Gefühl habe, ich habe anstatt Baustelle Autobahn gesagt. Wir erreichen offenbar Brandenburg. Rums. Und dann beschleunigen wir wieder auf 100 Kilometer pro Stunde. Schneller dürfen wir nicht, dann können wir schon mal den Überholvorgang eingehen. Und noch 158 Kilometer bis Berlin und da haben wir schon wieder die nächste Polizeikontrolle, man kennt's. Heute haben sie Bock, ich merke das schon, heute haben sie richtig Bock. Ist ja nicht so, dass wir vor 45 Kilometern schon in einer Autobahnkontrolle waren. In der Polizeikontrolle. Wie sieht es mit dem Tank aus? Tank ist noch komplett anwesend. Da haben wir die Kontrolle, dann gucken wir mal, ob jetzt alle Fahrgäste angeschnallt sind oder nicht. Und ob ich das richtige Licht noch hatte. Führerschein vorhanden, Fahrzeugschein selbstverständlich immer noch vorhanden. Licht, sehr schön. Warndreieck, wunderbar. Warnweste ist dort, angestellte Passagiere, 14 von 14 diesmal. Und Tachograph, perfekt. Ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit mit dem Fernlicht gefahren. Kann das? Ja. Geil. Und dann geht es weiter wieder auf die Autobahn Richtung Berlin. Wobei es vielleicht auch was gab, wenn wir in Berlin geendet hätten mit der Tour. Aber wie gesagt, ihr könnt ja wie gesagt in die Kommentare einfach mal schreiben, wie ihr diese... Allgemein, wie ihr die Tour findet, wie ihr das Projekt so findet. Hatte ich hier keinen Schnee mehr? Was ist denn jetzt passiert? Krass. Das fällt mir jetzt erst auf. Wie lange ist der Schnee schon weg? Der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger weg, der Schnee. Kann das sein? Genau, wie ihr halt die Tour findet, wie ihr die Idee findet des Neujahrsexpresses und so weiter und so fort. Immer gerne mit eurem Feedback in die Kommentare. Warten noch, bis die Abfahrt kommt. Und wir geradeaus weiterfahren. Der Blinker mal gerne wieder ausgeht. Warum immer. Der mag nicht gerne blinken. Aber wir müssen noch weiter links. Ist auch mal wieder ein bisschen. Ist auch mal wieder ein anderer Bus im Nachhinein auf dem Kanal. Aber jetzt sind ja kurz vor, also im neuen Jahr werden wir die 100er Videomarke höchstwahrscheinlich knacken vom Bus Simulator 18. Schon krass. Krass, wie lange das und wie viele Videos ich davon mittlerweile schon gemacht habe. Jetzt Achtung, jetzt staust sich, glaube ich, wieder. Ja, Stau. Ne, Baustelle wieder. Noch eine Baustelle. Auf mittlere Spur und ziehen an den auf der rechten Seite vorbei. Der erste Teil des Neujahrsexpresses 2020, die ist immer noch im Hochladen. Wie gesagt, ein sehr, sehr lates Ding. Ziemlich spät mal angefangen hochzuladen. Beziehungsweise aufgrund des Ganzen von gestern habe ich dann das doch etwas spät spät dran gedacht. Okay, jetzt geht es auch nicht bergauf wieder.
glaube ich zumindest. 100 Kilometer noch. Habe ich es halt leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, hier das Schneidgut fertig zu bekommen. Eigentlich war das ursprünglich geplant, dass das Video mindestens 5 Stunden früher, also wahrscheinlich wäre das 5 Stunden früher später rauskommen als geplant. Aber gut, dann vielleicht beim morgigen Video nicht. Jetzt hier gleich den Berg hinauf. Ich gehe einfach mal sicherheitshalber auf die mittlere Spur, weil ich nicht weiß, ob wir vielleicht schneller sind als die KI. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schneller als die KI, aber vergleichsweise, weil ich glaube, wir halten sogar das Tempo zur KI. Weil da geradeaus nach Berlin. Ende der Fahrt erstelle ich dann wieder. Oh, es gibt hier, wo es steil bergauf geht, auch wieder steil bergab. Lass uns mal einfach runterrollen, wo es Geschwindigkeit, die wir jetzt aufbauen, die verlieren wir ja sowieso wieder, von daher können wir mal kurz ein bisschen back runterrollen. Also mit dem Damm ist schon besser, schon hat schon was. Wieder ein Parkplatz, wo wir nicht raus müssen. 70 Kilometer noch bis Berlin wahrscheinlich. Werden wir nochmal so 12 oder 20 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie die skalierungsmäßig das jetzt hier ist. Nochmal durch Berlin fahren. Bis wir dann zum Zopp rauskommen. Oder beim Zopp rauskommen. Und dann werden wir nach dem Ende der Tour, dann nach der Auswertung, werden wir nochmal kurz gucken, wie weit ich jetzt mittlerweile bin. Was das Personal betrifft. Ich weiß auch gar nicht, ob man den Radius so krass erhöhen kann, dass man quasi keinen Radius hat. I don't know. Dass man so gesehen prinzipiell prinzipiell jeder Schatten an von solchen anfangen könnte. I don't know. Aber davon jede Menge. Leichter Unfall. Einfach ein Unfall, weil man hier blinken kann, wie man will, offenbar. Ich habe extra früh angefangen zu blinken. Belastend. Keine komplett cleane Tour. Naja, egal. Und werden dann halt dementsprechend nach der Auswertung dann auch nochmal die Route erstellen. Hiernach geht es dann im morgigen Video des Neujahrsexpresses 2020 von Berlin nach Dresden. Okay. Ist mal schön despawned. Weil wir dem keinen Platz gemacht haben oder so, I don't know. Okay, wir sind jetzt gleich wirklich bei Berlin, wir müssen jetzt auch hier rechts raus. Rumpel die Pumpel. Dann sind wir sogar schon da, 37 Kilometer noch bis zur Haltestelle. Berlin-Potsdam nehmen wir jetzt die Ausfahrt. Mal ein bisschen abbremsen, sicherheitshalber. Dann wird das Morgi-Video wahrscheinlich auch ein bisschen heller sein. Keine Nachtfahrt, sondern eher eine Tagesfahrt. Und das zeigt alles so hin und wie ich es mir gerade vorstelle. Okay. Darum soll man sich also anschnallen. Genau, darum soll man sich anschnallen, wenn der Busfahrer mal die Kurve nicht gut genug bekommt und dann was von der Seite mit wegkrammt. Am
haben zumindest schon mal zwei Polizeikontrollen und danach nochmal zwei Unfälle. Das ist ja, hat ja auch was. Wenn man rasch hat, ich dachte, wir kommen vielleicht sogar schon jetzt in Berlin rein, aber ist wohl noch ein kleines Stückchen. Gerade weil ich das letzte Mal und das erste Mal in Berlin war. Das erste und letzte Mal ist, weil das gerade dasselbe Mal. Auch schon wieder lange her. So lange, dass ich gar nicht mehr, ich mehr daran erinnern kann. Aber schon gut Zeit her. Was passiert hier? Was war der Fulm Anspruch? Sehen wir schon gleich wieder voll auf die Autobahn preschen. Mein Nagel ist angerissen. Ich dachte, wir fahren noch weiter nach links, deswegen konnte ich. Wobei eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, aber ich habe dann. Ich habe zu spät mit dem Stopp des Freezes gerechnet, deswegen sind wir noch gegengeknallt. Jede Menge Unfälle bei dieser Tour. Mal wieder was Chaotisches. Direkt hier nach links, alles klar. Wir haben noch 5 Kilometer bis zur alten Stelle. So, jetzt hier nach links. Doch. Wir sind aber auch sehr, sehr pünktlich wieder da, also überpünktlich. So pünktlich sind wir. In der Stadtbushaltestelle nehmen wir Tanke. Boah, wir sind aber auch echt sehr gut früh rechtzeitig da, ne? Eine halbe Stunde sind wir zu früh. Nice mit den Schranken. Wir sollen jetzt hier irgendwie offenbar entlang. I guess. Wobei ich das Gefühl habe, da vorne hätte es auch noch geklappt. Ja. Noch einmal geradeaus weiterfahren können. Läuft. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Tja. Ja, ich wollte aussteigen. Dann steige ich aus. Dankeschön. Wir müssen in den Bus gehen, wir müssen noch die Luken aufmachen. Dann müssen jetzt auch alle ausgestiegen sein. Gucken wir nochmal nach. Jawohl. Dann können wir uns ja auch ausloggen und die Fahrt damit beenden. Ökonomie, 14 von 14 Fahrgästen transportiert. Gott, was ist denn all? Verkaufte Tickets, ungültige Tickets, nope. Wir hatten Kontakt mit der Zentrale, ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es irgendwie gehabt. Wir mussten nicht tanken, wir haben den Tank nicht leer gefahren, wir sind 342 Kilometer gefahren.
Wir haben 836, oh, ich habe 836 Erfahrungspunkte noch dazu bekommen, bin jetzt bei 3309. Fahrplanmäßige Ankunft war es gegeben, Überpünktlichkeit auch, Pausenqualität gab es keine. Wurde alles ansonsten weiter gemacht, Verkehrsregeln, ja, wir hatten zwei Unfälle und wir haben einen Sachschaden gehabt. Ansonsten in Ordnung und halt Sicherheitsabstand achtmal nicht eingehalten. Dann setzen wir mal fort. Gratuliere, du bist ein Level aufgestiegen. Geil. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben Sachen bekommen. Gucken wir mal, welche das sind. Ich weiß gar nicht, ob wie viele Level es gibt. Ich glaube, es gab glaube ich, nur vier, wenn ich mich recht entsinne. Und bei den Leveln gab es dann nochmal Stufen oder so. Genau, das war jetzt. Haben wir einen neuen Radius bekommen? Wir haben neun. Nein, wir haben keinen neuen Radius bekommen. Belastend. Oder ist der Radius ausschlaggebend vom Startpunkt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber davon dafür jede Menge. Genau, wir machen einfach nochmal die neue Route von Berlin nach Dresden geht es morgen. Wie gesagt, ein Express-Ding auf dem, oh Gott, wie habe ich es nochmal genannt? Auf dem Neujahrs-Express. Nummer 3 ist es dann. Dann müsste das jetzt hier NJ3 sein. Nee, war das. Eigentlich wäre doch NE besser gewesen, oder? NE3 für Neujahrsexpress 3. Okay, na meint. Blenden wir es mal einfach um. Genau. Das ist die Fahrt, die uns morgen erwartet. Dann gehen wir mal zum Hauptmenü und schauen uns an, ob wann gibt es. Ja, wäre ja schade, weil es nur 450er Radius gibt, ne? 450 Kilometer Radius. Der Radius hat jetzt kein Limit. Hä? Hä? I don't get it. Okay. Wir mussten einfach nochmal neu reinladen. I see. Okay, das heißt, falls ihr Ideen habt für, oder falls ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr Fernbusse weiter mache und ihr Ideen habt, können wir auch eine komplette Tour, eine komplette Route erstellen jetzt. Ich mache es aber jetzt erst nochmal mit den kleineren Dingern hier. Oh, genau. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist morgen wieder dabei beim dritten Video. Beim dritten Teil vom Neujahrsexpress 2020 auf dem Weg von Berlin über Landstraße, über die BR 101 runter nach Dresden.